Das seht ihr ganz zum Schluss vom Video. So, wir haben hier einen Bullet Mustang vom Kunden und der hätte gerne ein Airlift-Fahrwerk, so ein Luftfahrwerk. Luftfahrwerk, ja. Zum Hoch- und Runterfahren. Vielleicht. Und neue Felgen bekommt er auch noch. Er bekommt zum Schluss auch noch neue Felgen. Und nun schauen wir uns den Mustang mal original an. Was machst du jetzt? Ich messe einfach jetzt mal die originale Höhe von dem Auto, dass wir danach dem Kunden sagen können, und jetzt ist es auf Fahrhöhe, also so wie der TÜV zulässt zum Fahren, steht er jetzt so, so und so viele Zentimeter tiefer. Gibt es da eine Taste extra für jetzt legale Fahrhöhe? Da wird es eine Taste geben für legale Fahrhöhe. Und wenn er drunter kommt, wird es einen schönen Summer geben, der ständig Piep macht, wenn er unter der legalen Fahrhöhe ist. Willst du mal zeigen, was da so drin ist? Ich habe hier mal einen Kabelstrang. Das müsste die Steuereinheit sein. Jawohl. Die ist dann wo verbaut? Die wird dann in der Mittelkonsole liegen. Hier sind die wundertollen Knöpfe drauf. Damit kann man dann hoch und runter fahren. Das ist der Verteilerblock. Da geht die Leitung mit dem Druck rein und verteilt dann an die einzelnen Luftbälge, an den einzelnen Rädern. Und genauso wie die ersten vier hier sind die Luftbälge. Dann muss ich nachschauen. Eins davon von den beiden ist die Druckluftzuleitung und eins ist die Entlüftungsleitung. Also wenn du runterfährst, muss dein Druck ja auch irgendwo hin. Da geht es dann raus. Da das Fahrzeug original mit Magnetic Ride ausgestattet ist, gibt es hier ein Stilllegungskit. Das macht was genau? Es ist eigentlich nur dafür da, dass es keine Fehlermeldung gibt. Es simuliert dem Fahrzeug einen funktionierenden Dämpfer. So, original kann man ja die Härte einstellen am Dämpfer durch die Fahrmodis. Funktioniert dann nicht mehr. Dann kann man so viel einstellen, wie man will, aber es wird nicht weicher oder härter. Aber es gibt auch keine Fehlermeldung. So, hier haben wir so einen kleinen Luftkompressor. Der ist dafür verantwortlich, dass da auch genügend Luft zur Verfügung steht. Jetzt kommt die Bombe. Sogar ein Grob. Das wird mit dem Kompressor und der Steuereinheit im Kofferraum sitzen. Sonst gibt es ja keinen Platz dafür. Jetzt ist das hinten ausgebaut. Das hier ist original. Der originale Stoßdämpfer, die originale Feder. Wird jetzt ersetzt durch den neuen Stoßdämpfer, der ein bisschen kürzer ist. Und hier den Luftbalg, beziehungsweise die Luftfederung. Hier haben wir jetzt beide vorderen rechten Dämpfer. Hat man mal einen Vergleich. Original zu danach. Hier hat man halt eine Feder drin. Da ist halt ein Luftbalg, der mit Luft gefüllt wird. Hier unten ist das Loch. Okay. Da kommt eine Stahlflexleitung dran. Dadurch wird Druck, also Luft, reingepustet oder abgelassen. Ich würde mal sagen, jetzt geht es erstmal zum Einbau. Das würde ich aber auch sagen. Jetzt kam gerade noch der letzte hintere untere Querlenker, der passende.
Dann können wir das Fahrwerk komplettieren. Vorne haben wir schon eingebaut. Das ist jetzt hier das ganze Federbein. Mit dem Luftbalg zum Hoch- und Runterfahren. Und auf der anderen Seite hinten können wir uns anschauen, wie es hinten ausschaut. So, auf dieser Seite haben wir hinten jetzt eingebaut. Also, hier ist der Luftbalg drin, neuer Stoßdämpfer. Hier fehlt noch die Koppelstange. Die bauen wir erst ein, wenn wir auf der anderen Seite fertig sind, weil sonst hängt uns der Stabi im Weg. Das müssen wir dann noch komplettieren, aber ansonsten ist die Seite schon fertig. Basti? Jawohl. Wir stehen hier vom Challenger, da hast du auch schon mal ein Luftfahrwerk eingebaut. Habe ich. Sollen wir uns mal angucken, wie es funktioniert? Können wir gerne machen. Und jetzt, puff, unten. So. Nun habt ihr den Challenger gesehen mit dem Airlift-Fahrwerk und nun schauen wir uns den Mustang an. I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. I'm three steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. All my nightmares of me at 40, life's a wreck. See my dad, he in debt, and my mom, she upset. That's way back when 408 on Seminole was the address. I saw things I shouldn't have, though I love the fam to death. Way back then it was a mess, we was living check to check. Now my shirt's a... So, nun ist der Mustang fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.